ich liebe es zu komponieren. Das ist eine andere Kreativität, die man trainieren muss, weil ich ja sozusagen meine eigenen Ideen zu Papier bringe und daran feile und arbeite. Das macht mir Spaß, zu wissen, wer man künstlerisch ist, sich zu trauen, mutig zu sein. Und diese Schönheit gibt es eigentlich nur mit dieser Bedingungslosigkeit und Freiheit. Das ist ein unglaublich wichtiger Teil davon. Durch meine Liebe zu Bachs Musik habe ich auch mit der Orgel begonnen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Instrumente, Orgel und Klavier. Man muss beide Instrumente gleich lieben, wenn man wirklich beide professionell in Konzerten spielen will. Das Pedalspiel braucht eine Zeit, das ist ja neu für mich. Es muss wirklich so sein, dass man an die Füße nicht denkt. Gerade bei Bach oder so finde ich es auch sehr schön, nur mit den Zehen zu spielen und ja, möglichst elegant und ohne Gewicht zu spielen. Und ich finde, das ist mit Leguano schon gut möglich.